Das nervt. Ja, das ist manchmal echt nervig, muss ich sagen. Mach einfach was ganz Lustiges, ne? Guck da jetzt gar nicht hin, ich nehme irgendwas. Oh Gott. Das ist mal witzig. Alles gut. Passiert. So. Das finde ich witzig. Man muss auch mal experimentieren. Für eine Map hat man schon lange nicht mehr. Ah ja, eigentlich schon die, ne? Wenn man gerade auf. Die hat man schon lange nicht mehr. Ich bin eigentlich ein gewohnter Zier. Ich spiele tatsächlich immer mit meinem gewohnten Zeugs. Sowohl als Killer als auch als Überlebender. Meinen passendes Zeug noch nicht so gefunden. Ach Mann. Der Wandler. Der Wendler. Dann bin ich der Pocher. So, hier, da musst du die Yvonne nehmen. Yvonne ist die jüngere von uns beiden. Wenn du jetzt mit dem Wendler spielst. Mir würde schon freiwillig mit dem Wendler spielen, ne? Ja. Das Finanzamt? Das kann sein, ja. Wald. Im roten Wald, im roten Wald, da macht dich der Killer kalt. Ja. Macht er dich nicht kalt, wird er beim Jagen ganz schön alt. Ach, Markus, hi. Ah, nicht Markus, Yvonne. Wenn sie da hinten in der Ecke steht und chillt. Das ist das Problem bei Michael, du siehst sie nicht. Ich spiele so gerne mit ihm, aber ich spiele so ungern gegen ihn. Der ist doch hier mit einem Generator. Nein, 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 das hast du falsch interpretiert. Lass mal weg jetzt, lass mich mal in Ruhe. Hi.
Wir haben dich eigentlich gar nicht gesehen, aber. Ja, aber das tut weh. Ich hasse das, wenn man mir auf den Kopf schlägt, ey. Ach, komm mal mit. Nein. Ich tröste dich. Ach, Yvonne ist ja Killer, ne? Also ich spiele gerade eine tragende Rolle, ja. Aua. Aua. Na warte, nächste Runde. Also hier ist sie gedackelt. Leider nicht. Ja, ja, sie spielt einen Micha. Also Micha Wendler. Danke. Ja, ich hasse das. Wie gesagt, ich hasse es, gegen die Typen zu spielen. Aua. Das ist euch scheinbar nicht interessiert. Du musst nicht direkt vor Glück explodieren, wenn ich hier bin. Das lockt Gesindel an. Ernsthaft? Bitte was? Ernsthaft? Kommt der direkt vor meinen Augen auf den Schrank? Das habe ich aber auch manchmal, dass wir das machen. Die warten dann halt im Moment, bis du davor stehst und gehen und kommen zum Schrank. Damit stunst du den Killer auch so ein bisschen, genau wie mit den Paletten. Du musst es halt nur genau im richtigen Moment anpassen. Okay. Also, das ist eine Neuigkeit der Map, die ich noch nicht kenne, ne? Ach, Markus. Irgendwann roll ich da ab. Hau ab! Ich dachte, vielleicht siehst du mich nicht. So. Noch zwei Generatoren. Das ist ja eigentlich die Map von der Jägerin hier.
Okay. Von Hasi. Ja, die war früher ein bisschen anders, deswegen muss ich mich im Grunde zum Gucken. Oder ablassen wir. Nee. Ja, die ist ja anhänglich. So. Eieieiei, hau ab von mir. Schön, dass du den... Ach, machst du Gärtner? Hier schön die Hecke schneiden und so. Eieiei. So knapp. Geh mal weg, ich hab hier was hinter mir. Klung. Hau ab, du. Lässiges Anhängsel da. Das ist aber keine Nähe. Ich weiß, was sie immer von mir will hier. Sehr nervig zwischendurch mal. Klang. Da liegt sie. Scheiße. Das ist wieder. Also ich hatte den einen Generator eben fast fertig, als ich mich eben gesehen habe. Der die Hälfte durch ist? Jetzt wollte ich gerade, weißt du, wollte ich eben wieder zurück erläutern, läufst du mir in die Arme mit dir. Unglaublich. Eieieiei. Ich hab mir so eine Backe. Markus, gehst du sie holen? Ja. Ich kenne die drin genau. Tschüss. Geil. Sauber. Mach jetzt schon. Ich hab sie. Ja. Ich kann jetzt leider nur nicht sagen, wo der Killer ungefähr ist. Das ist leider nicht. Oh, schreck mich nicht so. So. Yeah! Endlich mal eine Runde, wo alle drei rauskommen. Deswegen habe ich nämlich gerade nichts gesagt, als du gefragt hast, holst du sie mal bitte, weil ich war kurz davor fertig zu machen. Ja, alles gut. Das habe ich auch nochmal auch gemerkt. Gut, dass ich in der Truhe unten, im Tempel unten war, doch die Reparaturkiste gefunden habe. Dadurch ging das fix. Das war nicht ohne. Da sieht man aber halt auch mal, wie das. Also, Michael Myers, den musst du spielen können. Den kannst du. Der ist echt schwer. Geht. Ich mag ihn tatsächlich sehr gerne.
Das ist halt mein Main-Killer, ne? Weil ich halt, weil er kann halt in der Ecke stehen. Ich, wie gesagt, ich spiele gerne mit ihm, aber ich spiele ungern gegen ihn. Ist wie beim Doktor. Aber jeder hat so seine Killer. Aber Markus, du spielst mich am besten den Geist. Das ist halt dein Killer. Zum Beispiel. Oder den Clown. Aber ja, den Geist. Sehr gut. Okay, eine Runde noch. Da darf ich. Wo war denn das? Hm? Ich suche ein ganz bestimmtes. Wieso finde ich das jetzt nicht mehr? Ah ja. Ach, das war's. So, ich bin soweit. Oh Gott. Ach, du bist ja mit Überlebender. Das geht ja noch. Die Frage, ob wir dann noch Zeit haben für deine Runden. Ist ja schon 20 vor 7. Ja, gucken wir jetzt mal. Hängt halt davon ab, wie schnell wir jetzt sterben. Oder wie schnell wir rauskommen. So wie eben, ja. Ja, wir haben teilweise sehr lange Killerrunden, das muss man mal so sagen. Schon wieder den roten Wald. Gegen die Seuche, ach, wir werden schon wieder vollgekotzt. Oh Gott. Aber macht Sinn, nach der Runde, die war echt zum Kotzen. Für den Killer auf jeden Fall, ja. Da gibt das natürlich jetzt Sinn. Aber eigentlich hatte ich doch was anderes noch mit verbrannt, verstehe ich nicht. Das ist aber sicher zufällig dann.
Achtung, der Kotze. Kotze kommt. Geh weg! Alter, kotzt mich nicht an, ey! Hopp! Das ist weggelaufen, Alter! Voll auf die Schulter! Klong! Und dann kriegst du noch deine komische Laterne im Kopf, ey! Wo ist sie denn? Hä? Wo ist sie denn? Die lief ja eben irgendwo rum. Also wieso eigentlich selbst Heilung? Ich müsste selbst Reinigung haben, Alter. Ich bin ja über besprenkelt, ey. Scheiße. Schönen guten Tag. Das ist dann dein Killer, so die solche. Ja, da wieder hoch. Ich wollte doch nur sauber machen. Noch nie was von Schrankdienst gehört? Alter, ich sprech weg, ey. Was ist das Wort? Ich müffel. Alter, ich müffel übelst. Das Dumme war, Markus, ich konnte dich gerade eben nicht warnen. Alter, haust du mal ab jetzt von mir, ey! Hauptsache, du kotzt mich hier die ganze Zeit voll. Ich hab dich voll gewillt, dass du auf eine Rache gelassen bist. Ja, ja. Alter, ich krieg gerade hier übelst auf die Fresse. Kiff, nach ein paar Mal gefällt's dir vielleicht. Nee, danke, Alter. Ich stehe hier nicht so auf Körperflüssigkeiten am Körper, also. Nee, danke. Vor allem sowas. Gut, okay, die scheiß Brunnen hätte ich nicht dran denken. Der hat den Brunnen neben mir auf jeden Fall irgendwie voll gereiert. Hast gestern einen getrunken, Yvonne? Dass du jetzt so die ganze Zeit dich übergeben musst? Was ist das für Brunnen? Sie war eigentlich kurz davor. Ich muss dich mal sauber machen hier. So, deine Scheiße. So, jetzt bin ich wieder sauber. Ne, der Brunnen, der war eigentlich verseucht. Aber irgendwie dann doch nicht. Was ist mit den Dingern? Die kann die ja quasi verunreinigen. Verseuchen. Ja, irgendwie sowas. Nee, aber wofür braucht man die? Das meine ich jetzt. Um sich sauber zu machen nach der Kotze. Wenn sie sich voll gekotzt hat. Das wusste ich nicht. Weil sonst dann hört sie dich nämlich nicht mehr, wenn du so rumhustest. Ach so, das wusste ich nicht. Und dann musst du dich quasi in dem Wasser heilen. Also wieder. Das wusste ich auch nicht, das habe ich auch erst gedacht im Moment, wo der Brunnen neben mir war. Ach, du spielst mit keinem Gejammer. Du kannst nicht komplett geheilt werden. Aber bist leise. Das wusste ich nicht. Ich hätte mich schon viermal sauber machen können, den Scheiß. Für mich war es das. Denkst du das dritte Mal, ne? Mhm. Scheiße.
Ja, ich bin da, ich hab's noch nicht mehr geschafft, zu so einem Film zu kommen. Deswegen, ich wusste das nicht. Ich bin da eben viermal an den Dingern vorbei, aber ich wusste es aber nicht. Wie gesagt, ich wusste es auch nicht. Ich spiel zu selten gegen die. Was soll ist das? Da, wo du nicht bist. Oh Mist. Ist weg, Graf, ey. Die hab ich vollgekorb. Naja, die fährt dich jetzt so kurz. Sauerei. Ja. So, noch einer. Scheiße. Ich hätte noch einen. Markus, hast du schon gehangen? Nee. Okay. Oder? Mir gerade nicht. Ja, hast du. Einmal, glaube ich schon. Einmal, ja. Hier gehe ich erstmal waschen. Wie weit hattest du einen Generator gemacht? Ich glaube halb oder so. Wo war denn der? Da, wo sie zuletzt gehangen hat. Denkst du mir, das merke ich mir doch jetzt? Ja, denkst du, ich weiß noch, wo das war? Ich glaube, ich vermute, dass er da hinten ist. Schön. Ja, ja, ich habe schon gefunden. Das war da irgendwo, wo wir zuerst den Generator durchgemacht haben. Da, wo sie gegangen hat, ist ja auch die Luke. Also, wo der Generator ist. Aber ich habe ihre komische Laterne im Kopf gekriegt. Markus, weißt du, wo der Generator genau war? Nein. Okay, weil da ist die Luke. Der ist irgendwo hinten in einem Bretterverschlag in der Nähe von dem Haus. Weißt du? Stehen ja diese Säulen und dahinter ist ja dieser Bretterverschlag. Und dahinter ist die Luke. Da drin.
Ja, genau. Du Arsch, Alter! Du bist ein Arsch, ey! Weißt du, ich konnte die Glucke nicht betreten und sie durfte es. Was bist du für ein Arsch, ey? Ich muss auch wie gesagt, wo die Glucke ist. Ja, ich weiß, natürlich wusstest du, wo das ist. Natürlich wusste ich, dass du das wusstest. Es ist nichts Neues. Na, fahr ab. Na, das war mir fast klar. Ich hab Scheiß gekotzt, Alter, geh mir auf die. Ah, Mann, ey. Wo willst du denn hin? Ja, ich will eigentlich in Sicherheit. Kannst du mich rauslassen? Nein. Verdammt. Ja. Mann, ich hätte kommen müssen. Vor allem wollte er ja gar nicht, dass ich in die Luke springe. Ich war ja schon im. Eigentlich wollte ich schon. War schon im Sprung. Hab die Taste gedrückt, aber er hat nicht, ist nicht gesprungen. So. Das war's dann, oder? Moment. Ja, dann mache ich als nächstes Ding. Mache ich dann den Killer. Gut. Beim nächsten Mal. Müssen wir mal gucken, wie wir dazu kommen, weil ich habe jetzt so komische Schichten. Okay, also ich habe die Woche noch Frühschicht, also abends. Ja, ich muss gucken. Ich glaube ja, dass das schwierig wird. Das ist die Woche. Ich sag ja, ich muss mal gucken, muss ja meinen, warte mal, meinen Plan gucken, wenn wir das nächste Mal können. Moment.